Ja, wunderschönen guten Tag, Apple-Freunde, ich grüße euch. Ich hatte vor kurzem per E-Mail eine Nachricht von einer Zuschauerin bekommen, die wollte wissen, welches Smartphone sie sich denn zulegen solle. Solche Nachrichten bekomme ich recht regelmäßig und ich dachte, ich nutze die Gelegenheit mal und antworte in Form eines Videos. Zur Auswahl stand ein iPhone 12 Mini oder aber das Cubot Pocket 3. Das kommt jetzt gerade erst auf den Markt, werde ich vermutlich auch noch vorstellen. Und das Pocket 3 macht bisher auch einen echt guten Eindruck, rein vom Datenblatt her. Trotzdem musste ich aber schreiben, dass das schon ein bisschen ein unrealistischer Vergleich ist. Sie hat mir auch deshalb geschrieben, weil, naja, sie hatte ein bisschen gezaudert mit Apples iPhone, weil ich ja aktuell das iPhone 11 im Alltag einsetze. Ich tauche jetzt ein in die komplette Apple-Welt. Ein iPhone, eine Apple Watch und demnächst auch noch Apples AirPods. Und sie hat auch tendiert, die Zuschauerin, zu den iPhone 12 Mini, da aber meine Erfahrungen mit iOS so schlecht ausfielen, hat sie dann doch angefangen zu zaudern und eben geliebäugelt mit den Cubot Pocket 3. Nannte sie mir aber in der E-Mail auch eine dritte Alternative und die wollen wir heute mal gemeinsam durchsprechen. Diese dritte Alternative heißt iPhone 8. Es kam Ende 2017 auf den Markt, ist also jetzt knapp über 4 Jahre alt und kostet bei eBay, so gebraucht vom Händler 180 €. Bei Auktion kriegt man es natürlich noch günstiger. Ich habe hier eins für 155 zum Beispiel gefunden. Also können wir uns einigen, so für 150 bis 200 €, abhängig von Zustand, abhängig vom Alter, abhängig, ob es eben ein Angebot von privat oder gewerblich ist und natürlich auch abhängig von Sofortkauf oder Auktion. Die Zuschauerin hatte das eigentlich schon so ein bisschen ausgeschlossen, das iPhone, das geht doch jetzt gar nicht mehr, oder? Wir schauen auch gleich direkt in die Glaskugel. Ich habe auch Kaffee gekocht, damit wir genügend Kaffeesatz haben, den wir nachher lesen können. Denn wir behandeln das Thema, taugt das iPhone 8 für das Jahr 2023? Ich habe nicht nur das Gerät selber da komplett eingerichtet, ich habe es auch vorhin noch geupdatet auf iOS 16. Also können wir an der Stelle schon mal die Softwareseite behandeln. Es ist halt iOS 16 drauf. Das ist das aktuelle iOS. Es geht nicht aktueller. Und so habt ihr zumindest von der Softwareseite fast die gleiche User Experience wie beim iPhone 11. Das ein bisschen aussieht wie der große Bruder. Aber auch wie beim iPhone 14. Da es ja nun mal fast die gleiche Software ist. Wir haben natürlich zum Beispiel eine etwas abgeänderte Navigation, weil das iPhone 8 ja noch über einen, nicht wirklich physischen, es ist ja ein kapazitiver Home-Button verfügt. Und damit hat das iPhone 8 auch einen Vorteil, welcher praktisch danach ausradiert wurde, ab den iPhone 10 bzw. iPhone X, und zwar der Fingerabdruckscanner auf der vorderen Seite. Der ist ja bei allen nachfolgenden Generationen verschwunden, das heißt, wir haben hier sogar noch einen Vorteil. Fast bei allen nachfolgenden Generationen, das SE hat es ja auch beibehalten. Also, wir haben die aktuelle iOS-Version und wir haben Fingerabdruckscanner, Freunde. Es geht gut los. Außerdem haben wir natürlich auch einen attraktiven Preis. Wir reden ja davon, dass heute ein iPhone 14.000 € Minimum kostet. Drunter tut's Apple nicht. Und ein iPhone 8 also 150 bis 200 € kostet. Preislich gesehen haben wir also hier einen geradezu monströsen Abstand. Da muss ja das iPhone 8 ja wirklich extrem schlecht sein, damit überhaupt irgendeiner auf die Idee käme, sich halt stattdessen ein iPhone 14 zu kaufen. Und da ist natürlich eines der großen Nachteile, das Display. Eine Diagonale von 4,7 Zoll. Das will ich nicht bewerten. Die einen mögen es groß, die anderen mögen es klein. Ich weiß ganz genau, woran ihr denkt, Freunde. Das spüre ich praktisch durch die Kamera durch. Das ist ein Retina IPS LCD Panel. Auch damals war das Display einfach total grottenschlecht gewesen und hing den Standard im gleichen Preisbereich einfach mal zurück. Aber hey, wir nennen es Retina und dann ist es einfach gut. Weil Retina muss ja gut sein. Man sagt vorher, passt auf, Retina ist das Beste. Und danach nennt man mittelmäßiges Display Retina. Also wenn ja jetzt die User die falschen Schlüsse ziehen, dann kann ja Apple auch nichts dafür. Also es ist ein Retina LCD Panel mit 625 Nits typischer Helligkeit und einer Auflösung von 1334x750. Das ist ungefähr HD Plus im 16:9 Format. Geradezu klassisch. Wir kommen auf eine Pixeldichte von 326 ppi und das ist halt spätestens der Punkt, wo man halt festhalten kann, Retina steht für schlechte Displays. Zu der Zeit waren auch 400 ppi und aufwärts der Standard gewesen. Ja, Samsung hat es teilweise auch vollkommen übertrieben mit was bei 560 ppi und da hat sich halt Apple gedacht, wenn Samsung übertreiben kann, irgendeiner muss es ja dann auch untertreiben. Man muss ja das Gleichgewicht im Universum wieder herstellen und das iPhone 8 ward geboren. Dafür haben wir aber 3D-Touch. Auch auf dem Display sogar. Ich dachte, es war nur der Home-Button. Das heißt, der Druck wird gemessen. Das wurde dann später ausgemerzt. Stattdessen können wir jetzt auch beim iPhone 11 schon, können wir jetzt lang
bedrückt halten. Apple ist auch einer der wenigen Konzerne, die es wirklich schaffen, technologisch einen Schritt zurückzugehen. Beim Meizu 18 Pro zum Beispiel, dem immer noch aktuellsten Modell von Meizu, da haben wir das nach wie vor. Drucksensible Bereiche auf dem Display, und das feiere ich total, weil es tatsächlich Mehrwert im Alltag hat. Apple hat sich gedacht, ist eine schöne Technologie, nehmen wir bitte raus. Wir haben einen Fingerabdruckscanner und wir haben 3D-Touch. Ist doch schön. Aber wir haben ja nicht nur Vorteile. Ne? Wir haben ja schon festgestellt, na, das Display, ein HD+ IPS-Panel, ne? Wenn man es jetzt auch so vergleicht mit einem OLED-Panel, da merkt man da schon, ist schon ein bisschen farbschwach. Ne? Das sehe ich auch immer an meinem iPhone 11, wenn ich es mit anderen Telefonen aus dem gleichen Zeitraum vergleiche, die günstiger waren, da merke ich so, ah, die Farben kommen halt einfach dann nicht wirklich an der OLED-Panel ran. Konnte Apple damals nicht, haben sie erst mit der 12er Generation dann nachgeholt. Und ja, beim 8er muss man halt noch sich ganz bescheiden geben, eben mit einem LCD-IPS-HD-Plus-Panel. So, da denkt man jetzt, ob ich damit 2023 nochmal klarkomme. Und ich sage nur, es scheint welche zu geben, die damit klarkommen. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Das Video wird auf jeden Fall recht technisch, aber wenn wir halt was vergleichen, wenn wir uns was anschauen, machen wir es auch richtig. Der erste Kontrahent für das iPhone 8 wäre das iPhone SE, das aktuelle. Gibt es auch mit 64 GB minimalen Speicherausbau. Bei dem iPhone 8 haben wir ebenfalls 64 GB minimalen Speicherausbau. Bei dem iPhone 7 gibt es noch 32 GB Version, würde ich aber jetzt 2023 wirklich niemandem mehr empfehlen. Zumal, wir wissen ja, es ist Apple, also können wir den Speicher nicht erweitern, damit ihr halt die zusätzlichen Speicheroption direkt beim Kauf des Gerätes mitbezahlt, und zwar sehr, sehr teuer. Kein Schwein lässt sich den Speicher so gut bezahlen wie Apple und ihr da nicht auf die Idee kommt, irgendwie den Speicher günstig zu erweitern mit einer MicroSD-Karte. Also 64 GB sollte schon sein, haben wir beim iPhone 8 auch. Ansonsten kommen wir bei eBay halt gucken, eine 128er-Version zu finden. Es gibt sogar, ne, für die Speicherhungrigen auch eine 256 GB-Version. Genau auch wie dem iPhone SE. 549 Euro kostet dann das iPhone SE eben mit den genannten 64 GB. Haben wir schon bei den gleichen Speicher. Wir hatten ja das gesagt, na, das Display, ne, 2023 ist das nicht mehr so der Knaller. Nun ist es da aber so, das Display in dem iPhone SE, das ist 4,7 Zoll groß und löst mit 1334x750 Pixel auf. LCD IPS nennt sich dann auch Retina Display. Wir kommen auf eine Pixeldichte von, ja, ahnt es schon, 326 ppi. Für diejenigen, die das jetzt nicht gemerkt haben, aber das sind genau die Daten vom iPhone 8. Ich hatte mal irgendwo eine Geschichte gelesen, wie das so war, als das Display für das iPhone SE konzipiert wurde. Wie ihr nun schon festgestellt hattet, entschied man sich dafür, das Display aus dem iPhone 8 wieder zu verwenden. Problem war allerdings für die Apple-Ingenieure, die Konstruktionspläne für das Display vom iPhone 8 sind verloren gegangen. Tim Cook hat reagiert, hat Geld in die Hand genommen und hat eine Expedition in die Nähe von Hongkong hat finanziert und die haben dann dort archäologische Ausgrabungen durchgeführt und fanden tatsächlich dann in den Ruinen einer längst vergessenen Foxconn-Fabrik entsprechende Konstruktionspläne, die originalen Konstruktionspläne für das Display vom iPhone 8. Man fand auch gut erhaltene Skelette von toten Kindern, die das iPhone fertigten. Das könnte aber auch eine Ausgrabung in Indien gewesen sein. Die Pläne selber fand man im Übrigen in einem alten Papierkorb. Für Apple war der Fund ein Segen gewesen. Also ich rede jetzt nicht von den Konstruktionsplänen vom Display, ich rede jetzt von der Fabrik selber, die wurde ausgegraben, dann noch ein bisschen, wie wir sagen würden, Rede gemacht und sie produziert bis heute das iPhone SE. Die Quintessenz aus meiner kleinen Geschichte dürfte klar sein. Ihr bekommt mit dem alten iPhone 8 im Großen und Ganzen das gleiche Display wie in dem deutlich teureren iPhone SE. Wir haben den gleichen Speicherausbau und wir haben auch das gleiche Gehäuse, weil nämlich Apple mit dem iPhone SE das Design vom iPhone 8 hier recycelt hat. Was die Kamera angeht, so haben wir bei dem iPhone SE eine 12 Megapixel Hauptkamera mit 1,8er Blende, Quad LED Dual Ton Flash, während wir bei dem iPhone 8 noch eine 12 Megapixel 1,8er Blende mit Quad LED Dual Ton Flash Kamera hatten. Ohne Zweitkamera, also weder ein Tiefensensor noch eine Makrokamera, noch eine Tele oder eine Ultra-Wide-Winkel, denn für 540 Euro ist das an der Stelle nicht drin, zumindest nicht bei Apple, bei allen anderen Herstellern schon auch durchaus günstiger, aber ihr habt euch jetzt an der Stelle offensichtlich schon für Apple entschieden, sonst würdet ihr ja das Video nicht sehen. Also vor dem Fehler kann ich euch nicht mehr bewahren. Es geht jetzt nur noch darum, welches Modell wählt man dann eigentlich genau, um daran zu verzweifeln. Wer jetzt nicht weiß, woran genau, der kann sich gerne nochmal das Video anschauen, als ich über das iPhone 11 gesprochen habe. Nur falls der ein oder andere an der Stelle immer noch glaubt, wenn schon die Hardware keinen Kaufgrund darstellt, dann zumindest die Software. Den Zahn, den kann ich euch ziehen, Freunde. Und dabei bin ich nicht mal ausgebildeter Zahnarzt. Aber selbst in dem Falle wäre meine Vorangehensweise auch ohne Narkose immer noch wesentlich schmerzfreier als die Nutzungsexperience mit iOS auf 16. Ja.
Ihr habt es ja jetzt schon mitbekommen, also diese kleine mickrige Single-Kamera hier, die sich Hauptkamera schimpft, scheint irgendwie so ziemlich die gleiche zu sein wie im iPhone SE. Kann sein, dass an der einen da noch ein bisschen softwareseitig rumgespielt wurde, aber ich glaube, die großen Qualitätssprünge hat hier Apple nicht geschafft. Aber ihr könnt euch dann einfach die Bilder mal anschauen, die ich für euch geschossen habe, die ich euch jetzt auch gerade einblende. Und wir erinnern uns, das Gerät kostet 150 bis 200 Euro, also vergleichen wir die Bilder jetzt nicht mit iPhone 14 oder mit einem richtigen Telefon, sondern mit anderen Smartphones halt in den gleichen Preisbereich. Und Freunde, da sage ich euch aus Erfahrung, weil den Preisbereich teste ich ziemlich viel, die Bilder sind absolut vernünftig. Ist sicherlich nicht besonders hoch auflösend und ein oder andere mag daran Anstoß nehmen, wegen den 12 Megapixel, aber es gibt ja immer die, sagen wir mal, maximale Auflösung der Kamera, so rein theoretisch, rein vom Datenblatt her. Es gibt aber auch die sichtbare Auflösung der Bilder, also die sichtbare Schärfe, und da bin ich hier absolut zufrieden, was das angeht. Auch die Wiedergabe der Farben, der Autofokus, der automatische Weißabgleich, funktioniert alles tadellos. Weil, warum auch nicht? Man hat ja damals auch, ich will nicht sagen, man hat viel Geld in die Entwicklung investiert, aber man griff zumindest auf scheinbar auf das zurück, was andere lieferten und wo die sich dann halt viel Mühe gaben, das dann mal ordentlich auszudesignen. Und auch mit den iPhone 8 können wir schon bei 4K mit maximal 60 FPS filmen, was echt ordentlich ist. Bei 1080p kommen wir sogar auf 240, das ist das SE. Nee, das ist nicht das SE. Ja, auch bei 1080p kommen wir auf 240 FPS hoch. Es ist ja super einfach. Ne? Ich bin jetzt hier in der Kamera-App. Und weil das ja so extrem einfach ist, habe ich absolut, ich hab keine Ahnung, wo stelle ich die Auflösung der Kamera ein? Ich habe ja offensichtlich 4K oder ich habe 1080p und ich kann zwischen 24 und 240 FPS einstellen. Wo? Wo? Ich weiß nicht. Also runterziehen ist nicht, da kommt nur die Benachrichtigungsleiste. Was? Ich habe das gerade mal gegoogelt. Video aufnehmen. Das ist ja auf 30, das ist ja auf 1080 eingestellt bei 30. Ist ja nicht mal 4K-Material. Das muss man im Einstellungsmenü machen. Da, ist das bei den Ever auch so? Nee, hier habe ich die Möglichkeit. Hier rechts oben ist Symbolik. Das ist beides iOS 16. Das ist halt typisch Apple. Es ist einfach mal inkonsequent wie Sau. Ich habe zweimal das exakt gleiche Betriebssystem und die Steuerung der Kamera ist unterschiedlich. Das schafft nur Apple. Das ist reine Inkonsequenz. Ich habe zweimal das gleiche Betriebssystem auf dem gleichen Softwarestand. Hier kann ich die Videoqualität rechts oben einstellen. Hier beim iPhone 8 muss ich ins Einstellungsmenü. Im Untermenü Kamera kannst da einstellen. Das ist eigentlich das, was mich bei Apple wirklich mit am meisten stört. Diese inkonsequente Bedienung und überhaupt auf die Idee zu kommen, dass man die Einstellungen für die Video- und Fotoqualität, dass man die im Einstellungsmenü suchen muss. Ja, jeder Fotograf kotzt da ab, wenn er mal hin und her wechseln muss. Und wenn ich da flexibel sein will, dann kaufe ich mir halt was von Google oder so, von irgendeinem anderen Hersteller, aber nicht von Apple. Stecken die kein Geld in die Softwareentwicklung? Wirklich? Ich bin immer wieder überrascht über die Stolpersteine in der Software. Wirklich, wollen wir uns nochmal hier den App-Drawer anschauen? Und passt mal auf, wenn ich jetzt in die alphabetische Sortierung will, kann ich das hier so runterziehen und jetzt kann ich hier halt alphabetisch sortiert meine Apps. Soll ich euch mal zeigen, wie man sowas richtig macht? Was die Bedienung angeht, ja, Meizu ist ein unbekannter Hersteller und die haben bestimmt noch nicht viel Kohle, aber die sind einfach Apple einiges voraus. Das basiert auf Android, aber Meizu hat das so nice angepasst. Ein App-Drawer gibt's hier tatsächlich auch nicht, finde ich auch nicht so nice. Aber passt mal auf, wie ich an meine Apps rankomme. Schaut euch das mal an. Und wenn ich die jetzt starten will, das geht hier jetzt ja auch nicht, ne? Ich kann das zwar hier bewegen, aber das scrollt bloß die Liste durch. Hier wird sortiert. Schaut mal, unter G werden mir jetzt nur meine Apps mit G angezeigt. Und jetzt will ich in Geekbench, gehe ich rüber, nehme Geekbench, lass los, bin im Programm. Das nennt sich innovative Systemsteuerung, Freunde. Das hier, das ist ja nicht mal für Anfänger geeignet, weil dafür ist das Betriebssystem teilweise vollkommen mit Bloatware überladen. Und dieses Einstellungsmenü, wo die Suche eh halb sinnlos ist und dann alle Apps hier einfach am Ende vom Einstellungsmenü angeklatscht sind. Also es ist ja nicht mal übersichtlich, ne? Stellt euch vor, ich habe hier 100 Apps, Freunde. Ohne Suchfunktion scroll ich mich dann durch. Das geht mal überhaupt gar nicht. Weitere Möglichkeiten für Schnellzugriffe kann ich hier im Menü einploppen. Mega nice, kann ich natürlich hier individualisieren, dürfte klar sein. Das ist dann ähnlich wie das Menü hier von Samsung, ne? Das geht natürlich mit den gekurften Panels super. Deshalb finde ich die gekurften Panels auch richtig nice. Ist bei meinem Meizu auch. Apple bietet es nicht mal als Option an. Wäre wahrscheinlich auch unbezahlbar, wenn Apple das einführen würde. Aber es hat Vorteile, gerade mit seitlich einswipebaren Menüs. Oder eben, es geht nur auf den Desktop, ne? Dass ich mich hier durchscrolle durch meine Apps, Freunde. Ja, und ich habe hier einen Home-Button hier unten ganz dezent. Der ist onscreen. Den kann ich auch festdrücken oder leicht drücken. Entweder es ist Home oder es ist eine Zurückgeste.
Geste. Das ist konsequent. Gleichzeitig habe ich auch zusätzlich meine Gesten, wo ich rein swipen kann, links oder rechts, bis zum Homescreen zurück, Freunde. Links, rechts, immer in jeder App, in jedem Punkt vom System kann ich mich zurückswipen bis zum Homescreen. Super konsequent. Ich kann aber zusätzlich hier M-Back, nennt sich das, ist eine Erfindung von Meizu. Feiere ich total ab, habe ich auch genutzt. Nebenbei habe ich hier auch einen drucksensiblen Bereich, komme direkt hier in die Kamera oder ich kann direkt hier die Taschenlampe halt aktivieren. Kriegt alles Apple, auch 2022, 2023, selbst mit dem iPhone 14 Pro Max kriegt Apple sowas nicht geschissen. Stattdessen haben wir einen App-Drawer auf der letzten Seite vom Desktop, Freunde, der nicht mal vernünftig zu bedienen ist, wo hier alles vorsortiert ist. Anstatt, dass ich das halt selbst mache oder anstatt, dass ich einfach alle Apps habe, hier die ganzen normalen App-Drawer, Freunde. Und Freunde, das Beste ist, ich kann hier hochswipen und dann komme ich jetzt hier in die Schnelleinstellungen. Gut, man hätte jetzt hier noch die Benachrichtigung dran klatschen können, so wie es Android macht und alle anderen Hersteller auch, was wesentlich geiler ist. Aber warum das übersichtlich gestalten, wenn es auch umständlich geht. Nur der Punkt ist, dass Apple das jetzt geändert hat. Wenn ich es jetzt hochswipe, passiert überhaupt gar nichts. Um in die gleichen Einstellungen zu kommen, muss ich stattdessen jetzt runterswipen. WTF? Ich muss rechts oben runterswipen, wo ich mit dem Daumen nie hochkomme, weil das Gerät jetzt größer geworden ist. Apple hat sich gesagt, hey, das Gerät ist größer geworden, ist deutlich schwerer zu bedienen, also werden wir es softwareseitig jetzt so einrichten, dass man das Gerät noch schwerer einhändig bedienen kann. Eigentlich gar nicht, weil ich komme mit meinem Daumen nicht so hoch, Freunde. Die Gefahr, dass mir dabei das Gerät auf den Boden klatscht, ist mega hoch. Kann auch sein, dass das die Strategie ist von Apple, eine Upselling von neuen Gerätegenerationen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, mein iPhone 11 bringt mich wirklich zur Weißglut, Freunde, weil es so extrem inkonsequent und schlecht softwareseitig umgesetzt ist. Ein altes iPhone 8, updatebar, hier auf iOS 16, Freunde. Ich kann hochswipen, bin in meinen Schnelleinstellungen und kann das Telefon daher dankbarerweise mit einer Hand bedienen, so wie es selbst bei Meizu, einem vollkommen unbekannten Hersteller aus Fernost, möglich ist, Freunde. Und hier guckt euch mal das Kamerasetup an. Ja, kriegt Apple nicht geschissen, dürfte klar sein. Hier habe ich natürlich Weitwinkel, Tele und eine gute Hauptkamera. Alles dabei, eine Makro auch. Also kann wirklich, bin ich vorbereitet auf jede Situation. Hier iPhone 8, gut, damals ist natürlich schon ein bisschen älter. Ihr wisst, mein 14 haben auch zwei Kameras. Ne, mehr kriegt Apple dann innerhalb von 4 Jahren Entwicklung halt nicht hin. Und das Geile ist ja wirklich, dass das 8er in einigen Aspekten sogar besser ist als die Nachfolgemodelle. Das schafft, wie gesagt, nur Apple. Wir haben Fingerabdruckscanner, Punkt 1. Wir haben 3D-Touch, Punkt 2. Wir können von unten nach oben swipen für die Schnelleinstellungen. Das ist schon mal Punkt 3. Gegenüber dem iPhone SE, was wesentlich teurer ist, haben wir Punkt 4, das gleiche Display. Wir haben Punkt 5 offensichtlich zumindest eine sehr ähnliche Kamera. Und Punkt 6, Freunde, wir haben das gleiche Gehäuse. Ne, mit dem Unterschied, so ein iPhone SE kostet eben bei Apple 540 Euro mit Punkt 7 den zumindest gleichen Speicherausbau, nämlich mindestens 64 GB. Fotos habe ich euch schon gezeigt. Ja, jetzt haben wir natürlich noch den großen Unterschied der A13 im SE gegen den A11 im iPhone 8. Hä, wie mache ich denn jetzt hier eine Zurückgeste? Ich kriege echt einen Anfall, Freunde. Ich kriege einfach nur Anfälle. Wenn man im Vollbildmodus ist, ne, ist man erstmal im Überlegen, wie komme ich jetzt eigentlich zurück? Swipen geht nicht, weil dann geht der aufs nächste Bild. Und wenn ich hier den Home-Button drücke, ja, dann geht der halt ganz raus. Aber das will ich ja nicht. Ich will ja nur zurück. Und hier ist es jetzt, das Bild hoch... Nee, eben hatte ich es noch. Das Bild runterwischen. Ja, klar. Warum eine konsequente Navigation durchs System, Freunde? Wäre ja auch viel zu leicht dann mit dem iPhone. Warum leicht, wenn es auch kompliziert geht? Apple, Technik von gestern mit Software, die dich kaputt macht zum Preis von morgen. Aber okay, das Video sollte ursprünglich positiv ausfallen, Freunde. Ich krieg's echt nicht geschissen. 935 im Single und 2297 hier im Multicore. Und Antutu ist leider am abgestürzt im Test. Deshalb habe ich das hier direkt aus der Liste von Antutu. iPhone 8, das sind jetzt ein Durchschnittswerte mit 264, die Version, die ich auch habe. 375.000 Punkte. 376, wir sind großzügig. Ja, was wollt ihr denn mehr? So, ich habe jetzt das SE nicht da. Ich habe jetzt hier nur das iPhone 11. Da ist aber auch der A13 drin. Allerdings 4 GB Arbeitsspeicher. Das SE, das ist dann zwischen den 8er und den 11 mit logischerweise 3 GB Arbeitsspeicher. Da haben wir 935 zu 1338 und 2297 zu 3508. Also wir haben den großen Sprung vor allem im Multicore-Score. Was jetzt Single-Core angeht, ne, ist jetzt eigentlich nicht so krass. Wie gesagt, es sind 2 Generationen weiter. Ah ja, hier vielleicht noch 635.000. Tja, hier hatten wir halt unsere 376.000. So. Ja, das ist schon ein bisschen größer, weil da ist der Speicher halt mit dabei, ne? Der profitiert hier auf jeden Fall von 2 Gig mehr und natürlich ist die Grafikeinheit auch besser. Antutu testet ja ein bisschen mehr. Ich weiß, jetzt kommen natürlich die Fanboys und erwarten noch einen Vergleich mit dem iPhone 14, aber muss ich irgendwo mal fragen, was wir eigentlich mit der unendlichen Leistungssteigerung eigentlich machen sollen. Klar, Apple hat mal die Leistung gesenkt, weiß man aber nie, inwiefern die damit aufgehört haben, um Kaufanreize für neue Generationen zu schaffen, aber das ist natürlich ein bisschen unfair und hat ja mit der tatsächlichen Leistung nichts zu tun, wenn die ja künstlich beschnitten wird. Der Punkt ist, Freunde, reicht vollkommen, ne? Ihr merkt auch, das System läuft natürlich absolut flüssig. Lief damals ja auch flüssig. Also, es ist dann nur für Power-User, für Leute, die übel hardcore zocken. Und selbst das können wir ja mal durchgehen. Ja, mit Asphalt 9. Das teste ich auch aktuell auf preislich vergleichbaren Geräten.
Das war jetzt dieses blöde Tutorial-Rennen, Freunde, aber passt mal auf, ich gehe ins Menü zurück. Ach Quatsch, auf den Desktop zurück. Ja, geht instant. Und ach ja, jetzt muss ich ja double tappen hier. Wir gehen zurück ins Spiel. Willkommen in Game. Was, warum kommt denn das Game Center? Und geht alles ganz instant. Also das Spiel läuft absolut sahnig, ja, soll man sagen. Ist natürlich nur ein kleines HD-Panel. Daher ist natürlich hier auch die Anforderung an den SoC nochmal ganz andere, als wenn man ein 1440p-Panel hätte. Ist ja nicht mal Full HD hier. Absolut sahnig. Also ihr könnt wahrscheinlich auch anspruchsvollere Games zocken. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Akku, ne, bis 57%. Kann ich nicht testen, Freunde, weil es ein Gebrauchtgerät. Da weiß ich nicht, auf welchen Stand, müsste ich halt erst gucken, ne, auf welchen Stand der Akku halt ist. Aber da findet man auch heute noch genügend Tests, was es angeht. Auch wird auch schon warm, ne. Was mir auch positiv aufgefallen ist, ne, wir können auch das iPhone 8 hier schon kabellos laden und das geht ja auch damit ein Qi-Standard, ne? Das kann ich in meinen kabellosen Stand einfach reinstellen, wird es halt auch geladen. Brauche ich halt nicht immer so ein dämliches Lightning-Kabel, davon habe ich ja bloß eins, das nervt mich voll. Aber das sind ja Nachteile, die wir bei jedem iPhone haben. Sind wir also durch, können, denke ich mal, die Frage schon beantworten, ne? Kann man das iPhone 8 dann auch 2023 noch verwenden? Die Antwort ist definitiv ja, klar, könnt ihr. Ich gehe mal davon aus, dass es mit iOS 16 auch Schluss ist, das heißt, es wird keinen weiteren Updates geben auf höhere iOS-Versionen, aber auch dann wird es noch eine ganze Weile dauern, bis auch iOS 16 dann für Einschränkungen sorgt, die ganzen Features, die Apple da reinprogrammiert inzwischen, also mich kratzt das überhaupt gar nicht, ne, da ist einfach mal mega selten irgendwas dabei, wo ich sage, okay, das brauche ich für den Alltag, ne, das verbessert mein Leben. Apple ist ja nun nicht gerade bekannt für Innovationen, also eher für technologischen Stillstand und das gilt nun auch für die Software. Apple patcht im Großen und Ganzen eigentlich nur Spielereien rein und gleicht diesbezüglich dann auch die Individualisierungsmöglichkeiten an Android an. Das sind jetzt Sachen, da wo ich sage, das muss man nicht unbedingt haben. Was ja wichtig ist, die haben noch einen fähigen Speicherausbau mit mindestens 64 oder halt aufwärts. Die Leistung reicht aus, dass das entspräche heute einfach mal einer Mittelklasse, einer vernünftigen Mittelklasse. Das Display, ja, habe ich mich ein bisschen drüber lustig gemacht, aber bei der geringen Displayfläche ist das okay, ne? Ist kein Pixel-Massaker. Die Kamera macht auch heute in dem Preisbereich absolut konkurrenzfähige Fotos. Wenn wir jetzt sagen, wir vergleichen es mit Apple innerhalb des Apple-Ökosystems, muss man sagen, das iPhone 8 ist für mich die deutlich bessere und attraktivere Wahl als das vergleichbare iPhone SE, weil das SE ja beinahe identisch ist mit dem iPhone 8. Der größte Unterschied ist halt im SoC, also da, wo man es am wenigsten brauchen. Aber wir haben die gleiche Optik, wir haben das gleiche Gehäuse praktisch, wir haben das gleiche Display, den gleichen Speicherausbau, wir haben offensichtlich die gleiche oder zumindest eine sehr ähnliche Kamera und wir haben das gleiche Betriebssystem, halt iOS 16. Wir haben den Fingerabdruckscanner auf der vorderen Seite, das wird auch der gleiche sein. Also ja, was soll denn das? Es gibt doch nicht das Vielfache aus wie ein Gerät, was offensichtlich eine Kopie vom iPhone 8 ist. Aber auch wenn wir das iPhone 8 vergleichen gegen Android-Geräte, was sich ja meistens verbittet, weil es halt einfach Apple ist, selbst wenn wir diesen Vergleich anstellen, muss man sagen, ist das iPhone 8 ein lohnenswertes Gerät, weil in dem Preisbereich haben wir meistens eh keine lange Update-Unterstützung. Nicht länger als was wir jetzt bei Apple mit den iPhone 8 noch genießen. Aber auch hier ist eben vom Display, ja gut, das Display ist echt grenzwertig, auch vom Speicherausbau über die Leistung bis hin zur Kamera, ist das iPhone 8 mit neuen Android-Geräten absolut konkurrenzfähig. Und so kann man wirklich günstig und auch mit einem ruhigen Gewissen in die Apple-Welt einsteigen, wenn man sich da jetzt dazu berufen fühlt. Ich würde es nach wie vor niemandem empfehlen, halt wegen iOS, also das ursprüngliche Totschlagargument, das muss ich nach der Integration in meinen technischen Alltag, muss ich das mal hinwegfegen. Ne? Wie gesagt, wer sich dafür nochmal interessiert, Freunde, da habe ich eine ganze Tirade gestartet, dann in Bezug halt auf das iPhone 11, was ja auch bloß mit Android, mit iOS 16 daherkommt. Und da habe ich mehrere Punkte, an denen ich mich da halt aufgehangen habe. Das iPhone 8 bietet halt sogar ein paar Vorteile, die halt neuere Apple-Geräte eben nicht bieten. Wie gesagt, Apple ist der einzige Hersteller, der es für nötig erachtet, sich irgendwie technologisch rückwärts zu entwickeln. Und da ist es auf jeden Fall die Einhandbedienung hier vom Vorteil. Ne? Ihr könnt eben hier die Schnelleinstellungen hochziehen, weil die braucht man auch echt am meisten. Schön wäre es gewesen, wenn man sagt, rechts hochziehen ist die Benachrichtigungsleiste, links die Schnelleinstellungen oder macht es halt wie bei Android und die Benachrichtigungsleiste und die Schnelleinstellungen, das ist halt eine Seite und man zieht die zweimal runter und dann hat man alle Schnelleinstellungen, ne? Oder man zieht mit beiden Fingern runter, hat Samsung jetzt reingepatcht und kommt sofort in die komplette Übersicht der Schnelleinstellungen. Geht ja alles. Oder man macht es halt wie Meizu und geht irgendwie einen eigenen Weg und macht es sehr, sehr innovativ, sehr anwenderorientiert. Oder man verbockt es halt komplett, Freunde, und druckt dann einen Apfel auf die Rückseite, so als Art Entschuldigung. Wenn man schon nicht Software kann, ne, dann verkauft man halt zu völlig überzogenen Preise eine Eintrittskarte, ne, in die technische Oberschicht für Anerkennung und Respekt. Apple. Grob die Frage beantwortet, geht das iPhone 8 2023 noch? Und die Antwort ist definitiv, Freunde. Würde ich euch sogar eher noch empfehlen als ein 1000 Euro iPhone 14. Bis zum nächsten Video. Ciao.